großes Highlight oder einer unserer großen Highlights ist die Ausstellung in Velios, Faszination Motor Veteranen einst und jetzt. Das heißt, wir haben da verschiedene Stationen, wo man verschiedene Dinge wie Motoren, Motorräder etc. von einst und jetzt her zeigen. Wir haben auch Aktivbaustellen sozusagen, eine Werkstatt, wo man Kindermotor zerlegen haben, wo man Führerschein machen kann und natürlich auch jede Menge, zumindest ein paar wunderschöne alte Autos, die wirklich Unikate sind. Und diese Ausstellung war vom 7. bis 30. Juli und sie hat sich großer Beliebtheit erfreut und viele hunderte Besucher waren hier zu Gast und viele Kinder haben das erste Mal probiert, einen Motor zu zerlegen. Ja, eine unserer Stationen ist Motore. Motore sind faszinierend und das zeigen auch diese drei Unikate, die ich da habe. Ganz ein alter Motor aus den 50er Jahren, noch einer aus den 60er Jahren und mittendrin der neueste UM654, auch ein Dieselmotor, der uns von der Schulungswerkstätte von Daimler Austria Mercedes zur Verfügung gestellt wurde und an dem man sehen kann, was eigentlich der Unterschied ist zwischen den anderen dreien. Der Unterschied wäre im Prinzip gar nichts, weil alle funktionieren nach dem Prinzip, wie es der Diesel erfunden hat, nur das Aussehen hat sich geändert und die Leistung ist ein bisschen anders geworden. Der große Unterschied, die rechts und links, die halten Jahrzehnte, die sind schon 60, 70 Jahre alt und die werden in 60, 70 Jahren auch noch laufen. Und der Schöne in der Mitte, der hat ein Ablaufdatum von maximal 15 Jahren. Und das ist eben das Besondere. Alt, neu und alt wird alt werden und neu wird neu kaputt gehen. In der Station haben wir Werkstätte, wie es ein bisschen früher ausgeschaut hat, auch nachgestellt, ein bisschen ein Büro von früher, alte Rechenmaschine, altes Telefon, unübersehbar diese Poster, die früher in die Werkstätten gehängt sind mit den Damen auf der Motorhaube und auch die Aktivwerkstätte, wo Kinder einmal eben ihre Technik ausprobieren können, gell? Wie ein Schraubenschlüssel ausschaut, wie man schraubt, welche Mutter das gibt, welches Werkzeug das gibt und die werken da fleißig. Ist dieses Eckerl mein Zuhause und da habe ich ein kleines Wohnzimmer aus den 50er Jahren, Möbel zur Verfügung gestellt von Clubmitgliedern, auch die wunderschönen Tassen, schöne Bilder von Fahrzeugen aus den 50er Jahren, ein altes Gläserkastel mit Tassen und Gläser, auch alles mit Autos und mein Büro, von wo ich aus die Fäden ziehe, für solange die Ausstellung läuft. Motorveteranen, zu Auto gehört natürlich auch der Führerschein und da haben wir die nächste Station und die hat uns die Fahrschule Drängs zur Verfügung gestellt. Wir haben da den neuesten Führerscheincomputer, da kann jeder oder konnte jeder probieren, ob er heute den Führerschein noch besteht, aber auch alte Fahrschule, wir haben da auch Kinderführerschein. Morgen, den letzten Tag, werden hier Kinder wieder die Führerscheinprüfung ablegen. Hier haben wir auch, aber auch alte Sachen. Also man hat früher gelernt, wie eine Dieselpumpe ausschaut, wie ein Starter ausschaut. Man hat auch gelernt, wie verschiedene Motoren von innen funktionieren. Und das sind alles Leihgaben von der Fahrschule Drängs, die uns das zur Verfügung gestellt hat. Daneben steht einfach der Hubert.
Und das ist das neueste Hightech-Gerät. Der Hubert ist ein virtuelles Fahrschulauto mit Fahrschullehrer. Und da kann man 8 Grundfahrstunden absolvieren. Haben wir unsere Station Motorräder. Motorräder haben wir nicht nur Straßenräder, sondern wir haben auch 2 Motorcrossräder, ganz eine neue und von einem Clubmitglied, eins aus den 60er Jahren. Motocross verbindet man mit KTM, darum auch 2 KTM, obwohl die alte nur einen Sachs-Motor hat. Die nächsten 3 sind einer bayerischen Fabrik gewidmet, ganz ein altes Motorrad aus 1934, dazwischen drin ein Nachkriegsmotorrad, die R50, ein 500er BMW aus 1955 und unten zur Verfügung gestellt von der Firma Geierhofer die neueste Wasserküde Boxer BMW, die am Markt ist. Bei den Autos haben wir wirklich ein paar Highlights. Eins davon ist gleich nach dem Krieg entstanden, das ist hier der Mercedes-Benz 300D Cabriolet. Das war nach dem Krieg der erste große Mercedes, wobei man nicht sagen muss, der war ein Verkaufshit. Dieser Mercedes ist nur 51 Mal verkauft worden, weil er einfach für damalige Zeit zu teuer war. Aber ein traumhaftes Stück, das von einem Clubmitglied zur Verfügung gestellt wurde. Und eine Besonderheit ist dieser Bugatti. Der Bugatti 37 gebaut 1927. Damals hat man 300 Stück gebaut. Die Original-Bugatti sind alle bei den Rennfahrern zum Opfer gefallen, oft die Rennfahrer mit. Aber einer der wenigen Original-Bugatti ist noch im Sitz von einem unserer Clubmitglieder und der hat ihn mir zur Verfügung gestellt, nachweislich mit Papiere zurück bis zu dem Produktionszeitpunkt 1927. Und daneben das rote Geschoss, eigentlich das neue Auto, aber so neu ist es wieder auch nicht, dieser Porsche ist auch von einem Clubmitglied, hält noch immer die Weltbestleistung der Serienproduktionswegen. Und mit dem Auto sind 4 unentwegte Burschen oder Männer, der Franz Doppler, der leider schon verstorben ist, der Felbermeier, Horst Senior und Junior und der Werner Grissmann, der Ex-Skifahrer, haben 1992 in Nardo in Süditalien auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke den Weltrekord aufgestellt mit in 24 Stunden 6.377 Kilometer. Und bis jetzt ist nur kein Serienauto schneller gefahren als wir die 4 unentwegten Burschen aus Wels. Ja, und zu den Besonderheiten von Autos zählt auch dieser W15, Baujahr 1931. Bis in die 30er Jahre haben Mercedes nur große Autos gebaut, mit 6-Zylinder, schwere Maschinen, viel PS und natürlich viel Geld, zwischen 15 und 30.000 Reichsmark. Wirtschaftskrise ist alles zusammengebrochen, dann hat Mercedes gesagt, wir brauchen einen kleinen und haben innerhalb von einem Jahr diesen W15 gebaut, in Paris vorgestellt auf der Automobilausstellung. Revolutionär, Einzelradaufhängung, Pendelachs, früher haben sie nur starre Achsen gehabt und ein super neuer Fahrkomfort, was man vorher nicht kennt hat und der Andrang war so groß, dass im November die Produktion begonnen hat, haben und bis 1935 14.000 Autos gebaut haben. Karosserie war neu, Motor haben sie nur den 6-Zylinder verwendet von den großen Autos und nach 35 ist das Fahrzeug als 200er gebaut worden, aber dann mit einem 4-Zylinder-Motor. Und der Wagen ist im November produziert worden, also das war einer der ersten, die im November 31
1933 produziert worden sind und ist im Februar 32 nach Wien ausgeliefert worden und in Österreich bis heute geblieben. Ford wie ein Uhrwerk, Maschine rennt wie eine Nähmaschine, unverwüstlich. Ein Mercedes ist eben ein Mercedes. Danke.